konstruieren, das führend in seiner Klasse ist, haben wir bei KSIH die Spielregeln geändert. Und zwar durch unser Verfahren der integrierten Produktentwicklung. Bei diesem Prozess ist der Kunde während des gesamten Konstruktionsprozesses eingebunden. So ist sichergestellt, dass wir mit unseren Investitionen in neue Produkte das höchste Maß an Kundenzufriedenheit erreichen. Ausgehend von Kundenwünschen haben wir mehr als 1 Milliarde Dollar investiert, um die gesamte Schlepperpalette zu erneuern. Unsere Produkte sollen die Produktivität der Landwirte erhöhen. Mehr als 20 neue Modelle haben wir in den letzten 2 Jahren auf den Markt gebracht. Jedes Modell zeichnet sich durch Funktions- und Produktmerkmale aus, die zu mehr Leistung, mehr Komfort und mehr Zuverlässigkeit beitragen. Das jüngste Mitglied ist der neue MX Magnum. Der produktivste, zuverlässigste, kraftvollste, komfortabelste und modernste Schlepper seiner Klasse. Der MX Magnum ist ein hervorragendes Beispiel dafür, wie wir den Weg weisen, wie wir neue Denkweisen in Produkte umsetzen, um unsere Kunden zufriedenzustellen. Der Kern der MX Magnum Schlepper sind branchenführende Merkmale, die sich in höherer Produktivität niederschlagen. Sehen wir uns diese Merkmale und Vorteile einmal näher an. Was bedeuten sie für Ihr Unternehmen? Sind dies die Merkmale und Details, die unsere Kunden verlangten? Die Antwort lautet ganz klar: ja. Bei der gesamten integrierten Produktentwicklung sagt uns der Kunde, wo es lang geht. Unser spezielles Verfahren bildet einen festen Rahmen, in dem wir die Aussagen der Kunden analysieren, Prioritäten festlegen und sie dann in Funktionsmerkmale unserer Schlepper übersetzen. Dies sind die Merkmale, die sich die Kunden gewünscht haben, sowohl diejenigen, die bereits einen KSIH-Schlepper besitzen, als auch die Besitzer von Modellen unserer Mitbewerber. Diese 5 Modelle des MX Magnum sind in Sachen Produktivität und Leistung das Beste, was derzeit auf dem Markt erhältlich ist. Von 182 PS bis zu den branchenführenden 279 PS. Folgende Modelle des MX Magnum werden angeboten: MX 180 mit 182 PS, MX 200 mit 204 PS, MX 220 mit 224 PS, MX 240 mit 246 PS und MX 270 mit 279 PS. Diese neuen MX Magnum Schlepper übertreffen die Anforderungen der Kunden in allen wichtigen Bereichen und setzen neue Maßstäbe in ihrer Klasse. Das Getriebe wird nun elektronisch gesteuert. Es umfasst ein vollständig lastschaltbares Wendegetriebe, das maximale Leistung und einfachsten Betrieb ermöglicht. In das Getriebe wurde ebenfalls eine Parkbremse integriert. So wie es die Kunden wollten, haben wir die Grundkonzeption des Lastschaltgetriebes beibehalten. Schließlich hat es sich in mehr als 170 Millionen Stunden im Feldeinsatz bewährt. Das entspricht einer Gesamthektarleistung von über 425 Millionen Hektar. Zu den Innovationen beim MX Magnum gehört auch eine umfassende Borddiagnose. Mithilfe dieses hochmodernen Selbstdiagnosesystems kann der Händler Probleme schneller identifizieren und damit auch schneller lösen. Dies bedeutet geringere Standzeiten und geringere Reparaturkosten. Die Wartungsfreundlichkeit wurde durch die Zusammenfassung der täglichen Wartung an einem zentralen Servicepunkt verbessert. So kann man von einer Stelle den Motor- und Getriebeölstand prüfen. Auch das Kontrollieren des Luftfilters und das Betanken erfolgt vom Boden aus. Der auf Wunsch lieferbare Leistungsmonitor sorgt durch eine automatische Abschaltfunktion für zusätzlichen Schutz. Der Leistungsmonitor kann auch so programmiert werden, dass er den Fahrer an fällige Routinewartung erinnert. Die eigentliche Aufgabe jedoch ist, stets die aktuelle Hektarleistung pro Stunde und den tatsächlichen Kraftstoffverbrauch in Liter pro Stunde anzuzeigen. KSIH bietet mit dem MX 270 und einer Motorleistung von 306 PS den derzeit stärksten Standardschlepper der Welt. Die neuen Modelle bieten einen Drehmomentanstieg von bis zu 44%.
verbesserte Spritzanlagen, geringere Nenndrehzahl, Ladeluftkühler, Wastegate Turbolader sowie bei den beiden größeren Modellen ein komplett neuer Zylinderkopf mit 24 Ventilen und elektronischer Kraftstoffeinspritzung garantieren jederzeit eine überlegene Motorleistung. Der Motor wurde beim MX Magnum um 50 cm nach vorne und um 14 cm nach oben verlagert. Damit erreicht er einen engeren Wenderadius als alle Mitbewerber. Alle Allrad-Vorderachsen haben einen Einschlagwinkel von 55 Grad, der bei 480-70R30 Vorderreifen einen Wenderadius von nur 4,90 Meter ermöglicht. Bei der für diesen Schlepper optimalen Bereifung von 540-65R34 wird immer noch ein Wenderadius von 5,20 Meter erreicht. Die Außenbreite des Schleppers bleibt in jedem Fall unter 2,50 Meter. Der Motor wird vollständig vom neuen Stahlgussrahmen getragen. Er ist in ISO-Mount-Technik gelagert, was Motorgeräusch und Vibrationen verringert und so die Lebensdauer des Motors verlängert. Frontlader und Kraftstofftanks werden jetzt an den Stahlgussrahmen montiert und nicht mehr direkt am Motor. Der Rahmen bietet ebenfalls eine Anbaumöglichkeit für den vorderen Kraftheber. Eine Option, die für einen vielseitigen Schleppereinsatz immer wichtiger wird. Der Stahlgussrahmen sorgt außerdem für zusätzliches Gewicht, wodurch weniger Frontgewichte notwendig sind und eine echte Gewichtsverteilung von 40 zu 60 erleichtert wird. Drei Gewichtskonfigurationen werden jetzt ab Werk angeboten. Damit kann maximale Produktivität erreicht werden, ohne dass der Boden durch unnötigen Ballast verdichtet wird. Alle Motoren der MX Magnum Baureihe wurden in ihrer Nenndrehzahl auf 2000 Umdrehungen pro Minute reduziert. Die Höchstleistung wird bereits bei 1800 Umdrehungen pro Minute erreicht. Die beiden größten Modelle sind mit einer elektronischen Kraftstoffeinspritzanlage ausgestattet. Diese hochmoderne Einspritzanlage sorgt durch ihre niedrigere Nenndrehzahl nicht nur für mehr Leistung, sondern auch für einen leiseren Motorlauf und einen geringeren Kraftstoffverbrauch. Die Case IH Allradachse ist bis zu 30% stärker und sorgt für mehr Traktion bei minimaler Bodenverdichtung. Der MX240 und der MX270 sind bereits ab Werk mit vorderen Zwillingsreifen lieferbar. Die Wendigkeit des Schleppers wird durch die Zwillingsbereifung nicht eingeschränkt. Die vollkommen neu gestaltete Kabine kann als die bequemste Kabine auf dem Schleppermarkt gelten. Sie steht konstant unter leichtem Überdruck und bietet so eine staubfreie Arbeitsumgebung. Die Luftöffnungen sind so angeordnet, dass die Luft überall um den Fahrer herum zirkuliert. Noch mehr Komfort bietet die elektronische Klimaautomatik, die jederzeit für eine konstante Kabinentemperatur sorgt. Die Kabine ist 13% größer als die des nächsten Mitbewerbers und sie ist die leiseste Kabine der gesamten Branche. Der neue luftgefederte Fahrersitz garantiert bequemen Halt und verringert die Belastungen auf ein Minimum. Er ist drehbar und kann in Höhe und Neigungswinkel sowie nach vorne und hinten verstellt werden. In der Deluxe-Kabine sorgt ein beheizbarer Sitz für noch mehr Komfort. Ein weiteres Merkmal der Kabine ist der gepolsterte Beifahrersitz mit Rückenlehne. Eine klangstarke Stereoanlage ist ebenfalls auf Wunsch lieferbar. Die vielseitig verstellbare rechte Armlehne eignet sich perfekt für die optimale Anordnung der wichtigsten Bedienelemente. Die Armlehne ist fest mit dem Sitz verbunden, sodass die Bedienelemente unabhängig von der Sitzposition jederzeit bequem zu erreichen sind. Der Handgashebel mit integriertem Kippschalter für den Gangwechsel macht die Bedienung noch komfortabler. Die Magnum-Schlepper sind mit bis zu 6 Steckdosen und auf Wunsch auch mit einer Monitorhalterung ausgestattet. Mit einer Glasfläche von 6,36 Quadratmeter, 10% mehr als bei jedem anderen Schlepper seiner Klasse, bietet die Kabine des MX Magnum eine hervorragende Rundumsicht. Alle MX Magnum sind mit elektrisch verstellbaren Teleskoprückspiegeln ausgestattet. Die Sicht bei Nacht kann durch eine extrem helle HID-Lampe verbessert werden, die Case IH als erster Hersteller ab Werk anbietet. Diese HID-Lampe bietet 6-mal mehr Licht als alle anderen Lampen, die derzeit auf dem Markt sind.
Sie hat eine Reichweite von gut 100 Meter und hält bis zu 6000 Stunden. Um den Anforderungen unserer Kunden gerecht zu werden, bietet der MX Magnum die 8 Gänge im Hauptarbeitsbereich von 5 bis 13 km/h. Ein Kriechganggetriebe ist serienmäßig. Für Europa ist die 40 km/h Version Standard. Der Kriechgang wird elektrohydraulisch zugeschaltet. Das Geschwindigkeitsspektrum reicht von 900 Meter pro Stunde bis 40 km/h. Die MX Magnum sind mit bis zu 5 elektronisch gesteuerten Zusatzsteuergeräten ausgestattet. Die Hydraulikpumpe fördert bis zu 114 Liter in der Minute an den Kraftheber und die Zusatzsteuergeräte. Die Durchflussmengen für die Zusatzsteuergeräte können während der Fahrt leicht angepasst werden. Auf Wunsch ist eine PFC-Pumpe mit einer Fördermenge von 167 Liter pro Minute lieferbar. Auch bei Gerätekombinationen, die höchste Hydraulikleistung erfordern, wie zum Beispiel große Seekombinationen oder Direktsaatsysteme, bleiben immer noch genügend Reserven für zukunftsorientierte Anwendungssysteme. Die Dreipunkthydraulik wurde überarbeitet, um die Stabilität und die Zugeigenschaften des Schleppers zu verbessern. Schnellkuppler sind bei allen Modellen fester Bestandteil des Krafthebers. Der Kraftheber des MX Magnum bietet eine Hubkraft von bis zu 10.800 Kilogramm. Das ist Branchenspitze. Wie Sie sehen, haben wir alle Kundenwünsche umgesetzt. Im neuen MX Magnum wurden neue, einzigartige Details hinzugefügt und funktionelle Lösungen realisiert, die in unserer Branche zukunftsweisend sind. Diese neue Schlepperlinie wurde von Anfang bis Ende unter Mitwirkung der Kunden konstruiert. Der MX Magnum setzt neue Maßstäbe durch hohe Zuverlässigkeit, mehr Motorleistung, unerreichte Wendigkeit, hohe Wirtschaftlichkeit, hoher Komfort, hervorragende Rundumsicht, Leistungsstärke, Arbeitsbeleuchtung, höhere Hubkraft und größere Produktivität. Das Ergebnis ist ein Schlepper wie kein anderer. Revolutionär in der Konstruktion, unerreicht in Produktivität und Leistung. Der MX Magnum.